Herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Ich freue mich, dass Sie wieder bei der Hessenschau dabei sind. Ja, wir haben ja eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber es gibt Protest bei Ärzten und auch Fehler im Krankenhaus. Ein 9 Monate alter Junge wurde falsch behandelt im Klinikum Kassel. Ja, solche Fehler passieren eben öfter. Und der Steuerzahlerbund fragt, warum müssen Lehrer eigentlich Beamte sein? Wir reden mit Lehrern, wie sie das eigentlich finden. Die Ärztinnen und Ärzte sind heute auf die Straße gegangen, zumindest viele von ihnen. Sie fühlen sich wenig gewertschätzt von der Bundesregierung und auch von den Krankenkassen. Es geht ums Geld, es geht um die Bürokratie, es geht um die Inflation. Deswegen sind heute viele Praxen von niedergelassenen Ärzten zugeblieben, denn sie waren dort. Frust in der Adventszeit. Niedergelassene Ärzte und medizinische Fachangestellte nicht in ihren Praxen, sondern auf der Straße, wie hier in Fulda. Lasst uns nicht im Regen stehen! Die Ärzte demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen, leistungsgerechte Vergütung und gegen immer mehr Verwaltungsaufgaben. Mit ihren bundesweiten Protesten wollen sie ein Zeichen setzen. Das ist definitiv ein Alarmsignal und ein Hilferuf, dass die Politik die Probleme der niedergelassenen Praxen auch ernst nimmt und uns letztendlich auch berücksichtigt. Bereits jetzt, so sagen es die Ärzte, sind ihre Praxen maximal ausgelastet, ja überlastet. Dr. Thomas Goethe ist Orthopäde. In seiner Praxis in Eschwege sehen er und sein Team von Arzthelferinnen nach eigenen Angaben 60 bis 80 Patienten pro Tag. Goethe behandelt die Schulter eines Patienten mit Stoßwellen. Die bräuchte es im übertragenen Sinne nach Ansicht der Ärzte auch im Gesundheitssystem. Es muss einfach mal wirklich eine Strukturreform stattfinden. Wir wollen unsere Patienten ohne Budget behandeln, fühlen uns zunehmend gegängelt von der Politik. Es wird eine Telematikinfrastruktur installiert, die also eigentlich nicht unseren Interessen entspricht. Digitale Vernetzung, die noch immer nicht funktioniere und Zeitfresse, die eigentlich den Patienten gewidmet sein sollte. Mit diesen Problemen kämpft auch eine Etage höher Dr. Jens Hase. Der Augenarzt diagnostiziert und behandelt 40 bis 50 Patienten täglich. Neue kann er nicht annehmen, auch weil immer weniger Zeit zum Behandeln bleibt. Die Bürokratie ist überbordend, die wir bekommen. Und das nimmt uns die Zeit, die wir ja nur einmal haben. Wir können sie entweder mit dem Patienten verbringen oder mit irgendwelcher Verwaltungsarbeit. Meine Arzthelferinnen sind in den letzten Jahren enorm viel mehr beansprucht mit solchen Verwaltungstätigkeiten als mit der Versorgung der Patienten und der Zuarbeit zu mir. Das belastet das gesamte System. So verliere der Beruf des niedergelassenen Arztes seine Attraktivität. Und damit sei schließlich die ambulante medizinische Versorgung insgesamt in Gefahr. Deshalb hat heute auch Jens Hase seine Praxis in Eschwege geschlossen, um in Fulda zu demonstrieren. Die junge Kollegengeneration, die jetzt nachrückt, die müsste mehr motiviert werden zu sagen, das mache ich gerne, das möchte ich gerne machen. Sonst sehe ich ein großes Praxissterben, was in den Köpfen der Leute und der Wähler noch nicht angekommen ist. Aber wo ich sehe, das zeichnet sich ab. Das System, dringend behandlungsbedürftig. Zu viel Arbeit, zu enge Budgets und dazu steigende Preise und Energiekosten. Wenn die Politik nicht reagiert, wollen die Ärzte im Januar weitere Aktionen starten. Ja, es rumort in unserem Gesundheitssystem und es passieren dort auch Fehler. Und die berühren uns ganz besonders, denn es geht schließlich um Menschenleben. Im Klinikum Kassel ist etwa vor anderthalb Wochen ein 9 Monate alter Junge falsch behandelt worden. Er hat zu viel Schmerzmittel bekommen. Und wir haben bei unseren Recherchen herausgefunden, das passiert öfter in Krankenhäusern. Ein Tropf mit Paracetamol, 1000 Milligramm, eine Erwachsenendosis. Verabreicht an ein 9 Monate altes Kleinkind. So erinnert sich Familie Kayacan an den Vorfall. Der kleine Uras war erst auf der Kinderstation, musste dann aber intensivmedizinisch betreut werden, weil ihm eine Überdosis Paracetamol verabreicht wurde. Zunächst sei der Fehler nicht aufgefallen. Mutter Elam Chifchi Kayacan erzählt, wie hilflos sie sich fühlte. Dein Kind ist krank in deinen Armen. Es geht ihm nicht gut. Er war fast die ganze Zeit gar nicht mehr bei sich. Ich wollte es immer noch nicht wahrhaben. Auch weil wir die Flasche in der Hand haben, gehabt hat. Es war einfach so, sowas kann doch nicht passieren. Sowas ist doch unmöglich.
Eine Blutuntersuchung habe jedoch bestätigt, dass Uras eine zu hohe Dosis des Fiebersenkers erhielt. Dabei hat Paracetamol auch in der Kinderheilkunde viele Vorteile, erläutert Mediziner Markus Rall. Das ist das harmloseste, nebenwirkungsärmste Schmerzmedikament und fiebersenkende Medikament, das es gibt, mit dem einen Pferdefuß. Es ist lebertoxisch, wenn man es überdosiert. Das Kasseler Klinikum räumt die Überdosierung ein. Für das Team am Klinikum Kassel steht die Genesung des Kindes an erster Stelle. Wir bedauern den Vorfall zutiefst, freuen uns über den guten gesundheitlichen Zustand unseres Patienten und stehen auch nach der Entlassung im regelmäßigen Kontakt mit der Familie. Man habe zudem alle Medikationen auf der Station überprüft, um weitere Fehler auszuschließen. Ein Einzelfall, heißt es. Doch Mediziner Markus Rall beobachtet falsche Medikamentendosierungen in Kliniken deutschlandweit. Insgesamt sind die Mitarbeiter im Gesundheitswesen einfach extrem unter Druck geraten. Die Person, die das betrifft, kann dann vielleicht gar nichts dafür. Die sind oft selber Opfer von dem System, in dem sie arbeiten, weil ich eben als eben, ich sage jetzt mal bei dem Beispiel, als Erwachsenenpflegekraft plötzlich auf der Kinderstation arbeite. Das Klinikum Kassel schreibt uns, die Kinderstation sei nicht überlastet und personell gut besetzt gewesen. Die betreffende Pflegekraft habe zum regulären Team gehört. Familie Kayacan erinnert sich anders. Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Elam Çiftçi Kayacan ist froh, dass Uras nach der Überdosis mittlerweile entlassen werden konnte. Jeder fragt uns, wie seid ihr da drauf gekommen? Ich so, ich weiß es nicht. Es war einfach Mutterinstinkt, würde ich sagen. Sie hofft jetzt eins, dass ihr Sohn keinen Schaden davonträgt. Seine Leberwerte werden weiter beobachtet. Ja, unsere Gesundheit, die ist uns viel wert, aber auch die Beamten in unserem Land. Und da hat der Steuerzahlerbund heute eine spannende Diskussion angeheizt. Das ist unser zweites Schwerpunktthema heute in der Hessenschau. Er hat nämlich gesagt, warum müssen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer Beamte sein? Wäre doch besser, wenn die nicht Beamte wären. Das haben wir auch die Lehrerinnen und Lehrer gefragt. Aber wir zeigen erst mal, was ist eigentlich diese Besonderheit am Beamtenstatus? Ich schwöre, so beginnt der Diensteid, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. Loyal müssen Sie sein, alle 104.000 Beamtinnen und Beamte in Hessen, die diesen Eid gesprochen haben. Die meisten von Ihnen, 64.000, sind Lehrerinnen oder Lehrer, 15.000 arbeiten bei der Polizei. Tausende in der Verwaltung, den Ministerien oder im Wald bei Hessen Forst. Beamte genießen besondere Privilegien. Sie zahlen keine Sozialabgaben, bekommen also mehr netto vom Brutto. Außerdem gibt es Zuschüsse, zum Beispiel für Kinder. Auch ihre Pensionen fallen stattlicher aus. Beamte können kaum gekündigt werden und sie sind privat krankenversichert. Allerdings haben in der freien Wirtschaft Menschen mit gleichen Qualifikationen oft höhere Gehälter, die man nicht selten frei verhandeln kann. Beamte dürfen nicht streiken und sie müssen ausführen, was ihr Dienstherr verlangt. Er darf Beamte einfach versetzen, wo sie eben gebraucht werden. In Hessen gibt es 94.000 Pensionäre. Für ihre Pensionen hat das Land fast 5 Milliarden Euro auf die Seite geschoben. Das reicht aber kaum aus, um die Ansprüche der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu bedienen, denn dafür braucht's 85 Milliarden Euro. Viel Geld also für Menschen, die sich mit ihrem Eid voll und ganz dem Land Hessen verschrieben haben. Ja, die Pensionslast, die ist natürlich ein Thema, das wir diskutieren, wenn es um Beamte geht. Aber natürlich auch der Wille zur Veränderung. Und das diskutieren wir auch bei unseren Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben in der Pandemie gelernt, in der Schule, da ist es nicht immer überall flexibel. Was denken eigentlich darüber diejenigen, die selbst diesen Job machen, haben wir Lehrerinnen und Lehrer einfach gefragt. Auch in den Schulen selbst wird das diskutiert. Müssen alle Lehrer wirklich verbeamtet sein? Vielen gefalle die besondere Sicherheit im Job, sagt Dagmar Podein, die selbst verbeamtet ist. Diesen Status findet sie aber alles andere als gut. Er hindere die Schulen daran, moderner und flexibler zu werden und schränke die persönliche Freiheit ein. Dieses Beamtentum macht tatsächlich auch das System sehr, sehr schwerfällig. Also wenn man wirklich an der Basis was verändern will, kriegt man dann doch ganz oft gesagt, na ja, du kannst an dem System nichts ändern oder ja, es ist sehr, sehr schwierig, weil wir ganz enge Vorschriften und Dienstvorschriften haben, die wir umsetzen.
Mit dieser Meinung sei sie hier wohl in der Minderheit, sagt sie. Die neu aufgeflammte Debatte des Steuerzahlerbundes wird in den Schulen selbst mit viel Interesse verfolgt. Das ABC der Argumente pro Beamtenstatus sei vielfältiger, entgegnet ihre Chefin, die Leiterin der Heinrich-Sediger-Grundschule in Frankfurt. Sicherheit und bessere Bezahlung seien nur ein Aspekt. Wenn Lehrer nur noch Angestellte werden dürften, schneide man sich ins eigene Fleisch. Ich fürchte, uns rennen dann die Leute weg. Ja? Und zumal Bildung Ländersache ist und man hat es gesehen, als man in Berlin nicht mehr verbeamtet hat, haben wir viele Leute aus Berlin bekommen. Also es sind die Lehrer in andere Bundesländer abgewandert. Konkurrenzfähigkeit schön und gut, sagt der Steuerzahlerbund. Der Beamtenstatus für Lehrer sei dennoch unnötig und viel zu teuer. Die Länderhaushalte würden außerdem für die Zukunft sehr belastet, denn wir haben eine sehr hohe Beamtenquote unter den Lehrern und in Hessen sind nur ungefähr 6% der künftigen Pensionslasten durch Rücklagen abgedeckt und das ist natürlich ein Problem für künftige Landeshaushalte. Ohne Beamtenstatus wird der Lehrerberuf aber unattraktiver, davon geht auch die Landesregierung aus. Die Kritik an den Rücklagen für Pensionsansprüche in Zukunft kann Kultusminister Alexander Lorz aber nicht ganz teilen. Es gab Zeiten, sagt er, da sei gar nicht daran gedacht worden. Ja, da hat man früher in der Tat keine Rückstellungen gebildet. Man sagte, das wird sich schon finden, wenn die in Pension gehen. Dann werden sie halt aus den laufenden Einnahmen bezahlt. Das haben wir aber mittlerweile auch geändert. Sicherlich noch nicht in ausreichender Form, aber das ist auch schwierig, wenn man damit irgendwann neu anfängt, bis man da das Polster aufgebaut hat. Aber wir sind dabei und das müssen wir natürlich konsequent fortsetzen. Die Idee, einen Berufsstand ganz auf Angestellte umzustellen, gab es schon mal bei Hessen Forst. Seit dem Jahr 2000 wurde dort nur noch angestellt. Das Konzept scheiterte. Es fehlte Nachwuchs, der ging lieber in andere Bundesländer. Seit 2 Jahren werden Menschen wie die 27-jährige Sina Schollmeier doch wieder verbeamtet. Sich an einen Arbeitgeber zu binden, mache auch für den Klimaschutz Sinn. Das ist natürlich auch für den hessischen Wald gut, wenn das Forstpersonal eben auch da bleibt. Weil wir natürlich in sehr, sehr langfristigen Produktionszeiträumen arbeiten. Also die Bäume, die wir jetzt pflanzen, sind in 100 bis 200 Jahren dann soweit und bilden dann den Wald. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man auch da einfach Langfristigkeit schafft. Angestellte wären für die Landeskasse vielleicht günstiger, sagt auch die Schulleiterin. Aber wenn sich keiner mehr bewerbe, breche das Bildungssystem bald zusammen. Das könne niemand wirklich wollen. Tja, der Diskussionsstoff, der geht uns im Moment nicht aus, auch nicht bei diesem Thema. Ein bundesweiter Aktionstag zur Bekämpfung von Hassbotschaften im Internet. Darum geht's jetzt in den Nachrichten mit dir, Marcel. Und dabei haben Ermittler in Hessen heute die Wohnungen von 3 Frauen und 6 Männern durchsucht. Die Verdächtigen seien zwischen 17 und 72 Jahre alt, haben Verantwortliche gesagt. Es handle sich um Menschen aus Wiesbaden und Frankfurt, aus den Kreisen Waldeck-Frankenberg, Darmstadt-Dieburg, Marburg-Biedenkopf, Groß-Gerau, dem Hochtaunuskreis und auch dem Rheingau-Taunuskreis. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Pendler auf der A7 sind heute Morgen mal wieder mit Stau in den Tag gestartet. Zwischen Guxhagen und Dreikassel Süd hat ein LKW voller Getränkekisten gebrannt. Ja, bis die Feuerwehr gekommen ist, hat der Fahrer versucht, das Feuer selbst zu löschen und dabei Rauch eingeatmet. Er ist leicht verletzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten hat sich der Verkehr auf mehreren Kilometern in Richtung Süden gestaut. Es gab erhebliche Behinderungen. Das 49-Euro-Ticket kommt zum 1. April. Auf diesen neuen Stichtag haben sich die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder geeinigt. Eigentlich war das Ticket ja schon für Januar geplant. Klappt aber nicht, weil unter anderem die Finanzierung noch nicht geklärt ist. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im November weiter gesunken, vor allem bei Menschen unter 20 Jahren. Viele haben laut Bundesagentur für Arbeit noch einen Ausbildungsplatz gefunden oder ein Studium begonnen. Insgesamt waren zum Stichtag in Hessen rund 167.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 4,9%, wie auch im Oktober. Im November vergangenen Jahres lag die Arbeitslosenquote in Hessen bei 4,6%. An mehr als 100 Universitäten auf der ganzen Welt hat es heute Solidaritätsaktionen für Studierende im Iran gegeben.
Auch an der Frankfurter Goethe-Uni gab es Proteste, um auf die prekäre Situation dort aufmerksam zu machen. Aufgerufen haben dazu in Frankfurt Studentinnen und Studenten aus dem Iran. Wegen der Unruhen im Land und an den Unis seien auch Studierende im Iran im Moment im Fokus des Regimes. Sie seien Verfolgung und Repressionen ausgesetzt. Auch die Goethe-Universität verurteilt die Gewalt im Iran und hat ihre Solidarität mit Studierenden und Wissenschaftlern vor Ort zum Ausdruck gebracht. Ja, in Hessen gibt es einen neuen Wolf. Das meldet das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Der Rüde sei Mitte März mehrfach im Wetterau- und Hochtaunuskreis genetisch nachgewiesen worden. Er gilt jetzt dort als sesshaft. Der Wolf ist in Rheinland-Pfalz geboren und offenbar von dort zu uns nach Hessen gezogen. Das waren die Nachrichten und jetzt zu einer ja ganz spannenden Entwicklung. Christine. Ja, so kann man das wirklich sagen, Marcel. Wir sind ein vielfältiges Land und Hessen ein Einwanderungsland. Fast jeder Dritte von uns hat einen sogenannten Migrationshintergrund, hat also Wurzeln im Ausland. Und diese Entwicklung, die hat sich wirklich rasant, ja, beschleunigt und verschärft in den vergangenen Jahren. Und deswegen wollen auch immer mehr von denjenigen, die hier zu Hause sind, hier leben, auch hier begraben sein. Der Trend zu muslimischen Beerdigungen, der steigt. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Siehe, wir sind Allahs und siehe, zu ihm kehren wir heim. Es ist das Grab seiner Eltern. Jede Woche besucht Ali Nakishah sie auf dem Hanauer Hauptfriedhof. Das muslimische Grabfeld gab es, als seine Mutter starb, noch nicht. Nach Südosten in Richtung Mekka ausgerichtet ist es trotzdem. Das ist wichtig im Islam. Genau wie die rituelle Waschung, als letzte Ehre für den Toten und vor Gott. Meist machen das die Angehörigen, so wie Ali Nakishah bei seinem Vater vor 2 Jahren. Ich habe mir immer gedacht, Hauptsache ich mache es und er macht es nicht bei mir. Und außerdem ist es ja auch eine... Ja, er hat mich großgezogen und es ist einfach eine ehrenhafte Aufgabe für mich in dem Moment. Und natürlich jetzt im Nachhinein auch ein Stück Trauerbewältigung. Man nimmt Abschied. Begleitet wurde er dabei von Bestatter Hassan Mogni vom Institut Amman in Maintal. Sie sind spezialisiert auf muslimische Bestattungen, sowohl für die Erdbestattungen in Deutschland als auch für Auslandsüberführungen. Stirbt jemand, holt einer der Leichenwagen ihn ab. Danach wird mit den Angehörigen schnellstmöglich der Termin für die Waschung ausgemacht. Wir haben den Russul, das ist die Waschung. Die Waschungen werden hier durchgeführt, auf diesem Tisch. Wir bereiten die Verstorbenen vor, damit die Angehörigen dann kommen können, gleich mit uns waschen können. Für die Waschung verwenden wir neben Seife oder beziehungsweise Shampoo Kafur und Sidr. Die traditionellen Pulver sollen austretende Flüssigkeiten aufsaugen und die Gerüche der Toten überdecken. Der Geruch ähnelt Menthol und ätherischen Ölen. Hassan Mogni ist mit den muslimischen Bestattungen groß geworden und hat das Handwerk bei seinem Vater gelernt. Mit 16 hat er ihm bereits bei den Waschungen geholfen. Theoretisch kann jeder muslimischer Bestatter werden, sagt der 28-Jährige, vorausgesetzt, man gehört selbst dem Glauben an. Man kann kein islamischer Bestatter sein, ohne den Islam zu praktizieren. Deswegen ist halt wichtig, man praktiziert den Islam, aber man hat auch das Know-how von einem Bestatter. Das heißt, man weiß ganz genau, wie kann ich denn einen Verstorbenen nehmen, sodass dann nichts passiert, welche Behördengänge muss ich machen. Nach wie vor lassen sich viele Muslime im Ausland beisetzen. Doch die Erdbestattungen in Hessen nehmen stark zu. In Frankfurt-Höchst gibt es deshalb seit kurzem ein neues islamisches Grabfeld mit über 380 nach Mekka ausgerichteten Wahlgräbern. Auch die Bestattung im Leichentuch statt im Sarg ist möglich. Dass die Beisetzungen sich aber um 145% gesteigert haben, liegt zum einen an der Pandemie, zum anderen an den Menschen, sagt der Abteilungsleiter des Frankfurter Friedhofswesens. Das ist einfach ein Generationswechsel, dass viele Menschen auch sagen, hier, ich lebe jetzt hier seit 20, 30 Jahren in Frankfurt und möchte dann auch hier beigesetzt werden, gehe nicht mehr zurück in mein Herkunftsland. Oder die Kinder sagen auch, das ist jetzt meine Heimat hier in Deutschland und wir möchten, dass meine Eltern auch hier beigesetzt werden, damit ich auch ans Grab gehen kann zum Beispiel. Ja. So geht es auch Ali Nakishah. Ihm bedeutet es viel, dass er seine Eltern in Hanau beisetzen konnte. Für die ewige Totenruhe im Islam hat er die Laufzeit des Familiengrabs bereits verlängert. Das Grab regelmäßig besuchen zu können, ist auch für seine 5 Geschwister sehr wichtig. Einer meiner Schwestern sagt zum Beispiel, sie glaubt ganz fest daran, dass jeden Donnerstag die Seele meiner Eltern hierher kommt. Das ist ihr fester Glaube. Deswegen kommt sie auch jeden Donnerstag hierher und macht immer eine Kerze an.
Und das ist für sie so eine Art, noch eine Verbindung zu meinen Eltern schaffen und auch, oft kommen meine Geschwister und beten dann hier oder lesen den Koran und für uns ist es so eine Art Pilgerstätte auch hierher zu kommen. Und auch für den 47-Jährigen selbst ist klar, er ist in Hessen geboren und möchte, wie seine Eltern, auch hier begraben werden. Ja, hier geht es auch um tiefen Glauben und große Gefühle im Musical Sister Act. Das wird zurzeit im Englischen Theater in Frankfurt im English Theater aufgeführt. Und die Geschichte der Schwestern, die steht symbolisch für die Geschichte dieses Theaters. Sie sollen nämlich raus von dem Ort, an dem sie leben. Genauso geht es dem Theater. Ist gekündigt worden als Mieter im Bankenturm der Commerzbank. Hatte bislang günstige Konditionen. Das ist bald vorbei. Es gibt Protest. Es gibt ein Wechselbad der Gefühle. Genauso wie bei den Schwestern. Take me to heaven. Da ahnt Sängerin Dolores noch nicht, dass sie kurz drauf im Kloster landen wird. Da droht gerade Ungemach. Die Schwestern sollen raus aus ihrem Kloster. Das bringt mich zu meinen Neuigkeiten. Der Bischof will unsere Kirche zumachen. Da gibt's auch gewisse Parallelen zum English Theater. Das weiß auch nicht, wie es mit seiner Spielstätte weitergeht nach der Kündigung der Commerzbank. Wir haben im Moment auch keinen Mietvertrag, so wie die Schwestern auch mit der Immobilie kämpfen. Die Schwestern überlassen das aber nicht dem Almighty, die tun was. Und das English Theater hat mittlerweile ja eine Petition gestartet und es gibt 14.000 Unterstützer. Die Politik hat sich gerührt, also ich glaube, wir machen auch langsam Fortschritte. Bei Sister Act wird's dramatisch. Sängerin Dolores wird Zeugin, wie ihr Gangsterfreund Curtis jemanden erschießt. Sie informiert die Polizei und wird zu ihrem Schutz im Kloster untergebracht. Inconspicuous. How could she be inconspicuous? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Smoke. Ghost. Ghost. Mit dem Beten tut sich die als Nonne verkleidete Nachtclubsängerin erstmal schwer. Thy kingdom for a horse. And yea, though I walk through the valley of the shadow of no food, I will fear no hunger. I really identify with the character of Dolores because she goes through. Ich kann mich wirklich mit Dolores identifizieren. Sie macht eine komplette Verwandlung durch von einer kämpfenden Nachtclubsängerin mit einem gefährlichen Freund zu jemandem, der die Bedeutung von Liebe erfährt, von Schwesternschaft und Freundschaft. Das sind Dinge, die sie in ihrem früheren Leben nicht erlebt hat. Sisterhood and friendship, because these are things that the character has never really experienced in her life previously. Den Gesang der Nonnen, anfangs sehr kläglich, bringt Dolores auf professionelles Niveau. Top-Niveau kann man auch über das English Theater sagen, das größte englischsprachige Theater auf dem Kontinent und ein wichtiger Standortfaktor für Frankfurt. Ich denke, es ist einer der absoluten Kultur-Highlights, die Frankfurt zu bieten hat. Und es wäre ein Wahnsinnsverlust, wenn die schließen müssten. Ich habe bis jetzt auch immer Inszenierungen gesehen, die mich komplett begeistert haben, so auch heute Abend. Von daher wird schon echt ein Stück hier aus der Kulturszene wegfallen. Ich hoffe wirklich, dass Sie hier in der Spielstätte bleiben. Frankfurt ist eine internationale Stadt, multikulturell. Und ich denke, das English Theater tut viel dafür, das zu unterstützen. Auch bei den Künstlern genießt das English Theater Frankfurt einen exzellenten Ruf. Es sind Profis aus England und USA, die gerne nach Frankfurt kommen. It's amazing. A lot of my friends who I have. Es ist großartig. Ich habe viele Freunde, die hier waren oder an Produktionen mitgewirkt haben. Und alle reden in den höchsten Tönen vom English Theater. Es zieht die Leute an, die Gelegenheit zu haben, eine Geschichte mit einer anderen Kultur zu teilen. Genauso hier zu arbeiten, in eine andere Stadt einzutauchen, in Frankfurt, das ist sehr cool. Bei Sister Act geht die Geschichte natürlich gut aus. Die rockenden Schwestern füllen die Kirche und können in ihrem Kloster bleiben.
Damit das English Theater bleiben kann, braucht es mehr als mitreißenden Gesang. Es braucht einen großzügigen Vermieter oder nach dem Ausstieg der Commerzbank einen neuen Geldgeber. Ja, und es braucht auch mehr Schmetterlinge. Sie sind wunderschön, aber es gibt leider immer weniger von ihnen. Und wir müssen uns wirklich ins Zeug legen, um sie zu schützen. Dieser hier, das ist ein Star. Insekt des Jahres 2023, heute zu diesem Titel gekürt worden. Ja, und der Star hat so einige Besonderheiten zu bieten. Und das fängt schon bei seinem Namen an. Wir präsentieren das Landkärtchen. Das sind doch zwei verschiedene Schmetterlinge, denken Sie jetzt. Es sieht zwar so aus, aber die zwei gehören zu einer Familie. Und zuerst sind alle gleich, erklärt der Experte Arik Siegel. Also das Landkärtchen legt die Eier ausschließlich an der Brennnessel ab. Also die haben keine anderen Pflanzen, wo sie die Eier ablegen, zumindest bei uns in Deutschland und Europa. Die Weibchen sitzen quasi unter dem Blatt, biegen den Hinterleib rum und der rumgebogene Hinterleib legt die Eier einzeln übereinander in diesen kleinen Türmchen ab. Nach ungefähr 10 Tagen schlüpfen die Raupen. Sie futtern ordentlich, häuten sich 4-mal und sind dann gut vorbereitet für ihr Puppendasein. Das Besondere, es gibt 2 Generationen pro Jahr, die Frühjahrs- und die Sommergeneration. Und die sehen dann als Schmetterling komplett anders aus. Im Frühjahr orange, im Sommer schwarz. Also mit der Verfärbung, dass die erste Generation so anders aussieht als die 2. Generation, das macht in Deutschland kein anderer Schmetterling. Früher gab's jede Menge Landkärtchen. Inzwischen leidet es aber immer mehr unter dem Klimawandel. Deshalb muss es geschützt werden, hat die Jury entschieden und den Schmetterling zum Insekt des Jahres gekürt. Jetzt sind wir an einem Punkt, dass eben durch den Klimawandel viele Stellen, wo früher sich Landkärtchen entwickeln konnten, doch zu trocken und zu heiß werden, sodass derzeit sich der Trend wieder umdreht und die Landkärtchen wahrscheinlich in Zukunft wieder seltener werden. Und das wäre doch schade. Ach, eine Sache noch. Warum eigentlich Landkärtchen? Die Flügelunterseite erinnert eben ein wenig an eine Landkarte. Daher der Name. Wer dem schönen Falter unter die Flügel greifen möchte, der pflanzt in seinem Garten zum Beispiel einen Sommerflieder oder lässt einfach die Brennnesseln stehen. Da machen wir doch einfach, damit es so einen schönen Schmetterling auch mal im eigenen Garten gibt. Ich habe nur einen Balkon, da gibt es keine Brennnesseln. Musst du die Hessenschau gucken. Ja, danke fürs Zusehen. Es gibt noch eine spätere Ausgabe nachher, 22.15 Uhr. Ja, und um 7:45, da geht es um die Frage, die Weihnachtsmärkte, die sind auf Sparflamme, weniger Licht, energiesparend. Wie das funktioniert, schauen wir mal. Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut.